Hallihallo Leute zu Diddy Kong Racing für das Nintendo 64 System. Wir haben im letzten Part Witzbeck besiegt, wir haben die Strandparty erlebt und wir haben was festgestellt, dass Witzbeck irgendwo nach hier oben verschwunden sind. Im Hintergrund habe ich schon, wie beim letzten Mal gesagt, die Trophy-Rennen gefahren. Da stellen wir uns mal hin und huben jetzt mal. Wir fahren rein in den Leuchtturm. Und wir werden doch jetzt wohl nicht etwa... Doch, wir werden. Wir heben mit dem Leuchtturm ab. Wir befinden uns in einer neuen Welt, in der finalen Welt. Und da haben wir nochmal 4 neue Rennstrecken. Ich würde vorschlagen, wir gehen in die 39 rein. Himmelsallee. Go! Und da haben wir auch schon den Start verfehlt. Wir fahren mit Tiptop. Unserer Schildkröte. Das sind jetzt nochmal die normalen Rennen. Wir müssen einfach nur Erster werden. Und wir sehen schon, der Schwierigkeitsgrad wird ganz schön erhöht. Vor allem hier die Stelle. Da am besten versuchen, außen rum zu fahren. Glück gehabt mit dem Item. 2 Wege, oben und unten. Wir gehen den oberen Weg. Ja, das Mini-Let's Play zu Diddy Kong Racing nähert sich tatsächlich dem großen Finale. Ich bin mir jetzt hier zu dem Teil gar nicht mehr sicher, ob wir hier nochmal die Silbermünze sammeln müssen. Also es kann sein, dass es heute die vorletzte Folge wird, denn wir fahren, weil ich gut drauf bin, alle 4 Rennen. Dass wir das ganze Let's Play langsam abgeschlossen haben. Genießen wir einfach, es sind die letzten Minuten bestimmt mit Diddy Kong Racing. Am 8. Juni folgt ein sehr, sehr schönes Projekt, worauf ich mich sehr freue. Es ist schon zu dem Zeitpunkt heute... Ich nehme das Ganze jetzt am 18. Mai auf, die letzten Folgen mit Diddy Kong Racing. Ist es schon fast bei 50%. Es ist ebenfalls von Rareware und es wird nur wunderschön. Diddy Kong Racing, ich glaube zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt spreche, ist die 17. oder 16. Folge online. Und wenn man so ausgehen kann, 22 Folgen bis hier, das ist ja gar nicht mehr so weit weg ist. Und da haben wir auch die erste Strecke abgeschlossen. Kriegen den nächsten Ballon von Tonghai. Sind die letzten, die wir von ihnen bekommen. Der 40. Sprich also, es war eine ungerade Zahl. Ich bin mir nicht sicher. Nicht, dass wir einen übersehen haben in der Oberwelt. Werden wir ja sehen. Gehen wir noch in die nächste Welt. In die Mondkatakomben. Ehe ich dann eine kleine Speicherung einlegen muss. Weil sonst mein Videoprogramm nicht mehr so richtig hinterherkommt. Oh, gefährlich, gefährlich. Ah, hier hat man Looping gehabt. Hier hatten wir doch, glaube ich, 2 Loopings gehabt in der Welt. Das weiß ich noch.
Nach der Kurve kam einer. Nee, noch nicht. Hatten wir hier doch keinen. Doch, 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 doch. Da hinten hat man schon gesehen gehabt. Looping Nummer 1. Und Looping Nummer 2. Und die Computergegner nerven uns ganz schön. Die sind ganz schön nah dran an uns. Hier sollten wir also keinen Fehler machen. Oder einfach das Turbo-Item nehmen und nicht schon wieder so einen kuriosen Bug haben. Hier ist auf jeden Fall mehr Action los als in der DS-Version. Ich habe zuletzt die DS-Version gespielt, gar nicht dran erinnern, dass hier auch so viel Beschuss war. Ah ja, wir sind übrigens mit Tiptop nochmal unterwegs, unserer kleinen Rennschildkröte. Ja, auch ein Leichtgewicht wie Pipsi. Auch da sind wir exzellent noch einmal vorbeigekommen. Oh oh. Vorsicht hier nochmal in der Kurve, die Sache ist noch nicht gegessen. Die Sache ist wirklich noch nicht gegessen. Das wird nochmal ein spannendes Finish werden. Ein Looping haben wir noch. Wir haben auf jeden Fall den roten Ballon weggeschnappt, also wir können nicht abgeschossen werden. Und war es knapp? Ja, ja, Pipsi war hinter uns. So, wir nehmen noch den Ballon entgegen und danach muss ich eine kleine Schnittpause einführen. Danach geht es weiter mit den Ballon 42 und 43. Raumhafen Alpha, das ist die nächste Stage. Ich habe im Übrigen gerade mal gesehen, wir können ja gar keinen Ballon vergessen haben. Ich wollte nämlich erst in Star City, in die Sternenstadt rein, aber da hätten wir da gar nicht reingekommen, weil wir dazu 42 Ballons brauchen. Da wir aber erst 41 haben, passt alles. Oh, oh, hier ist harter Beschuss. Von den Seiten vor allem. Also ich finde ja, für ein Finale ist ein Raumhafen oder eine Spacewelt immer gut gemacht. Und für einen Funracer selbstverständlich erst recht. Ja, man hat damals viel Spaß gehabt mit Diddy Kong Racing. Irgendwie stimmt es ab und zu schon noch, dass es früher sehr gute Spiele gab, die heutzutage hin und wieder immer mal ein bisschen fehlen. Gar keine Frage. Wie zum Beispiel sowas vermisse ich total im Funracer-Bereich heutzutage. Man hat billige Funracer, hier mal ein paar Strecken, hier fahrt um die Wette, wir klatschen ein paar Items rein. Hierbei nehme ich auch nicht Sonic All-Star Racing Transformed für die Wii U und für die anderen Konsolen in Schutz, weil da stimmt zwar vielleicht das Streckendesign, aber so einen richtigen Story-Modus bietet das Spiel jetzt auch nicht. Und hier hat man sich wenigstens Gedanken gemacht. Punkt. So, wir wurden nicht abgeschossen. Und wir haben die Passage jetzt auch überlegt. Und wir können Richtung Star City fliegen. Und irgendjemand ist wieder ganz nah an mir dran. Das war Diddy Kong. Okay. Da kriegen wir unseren 42. Ballon von Tahoe.
Oben im Übrigen das N64-Logo. Ganz oben links, über dem Ballon, kann man das noch schön erkennen. Leicht rosa jetzt mittlerweile halt. Okay, da hat ich jetzt einen lustigen Ton gehabt auf meiner rechten Seite, noch vom Hubschrauber. Die Sternenstadt, Star City. Ist die letzte Welt, Sternen City, die Sternenstadt. Das sieht nach einem schönen Rundkurs aus und ich kann euch versprechen, das ist die schönste Strecke im Spiel. Ich mag die richtig. Oh. Da oben haben wir einen Zug, der langfährt. Und jetzt gehen wir in eine Stadt. Jawolla. Das ist meine absolute Evertime-Lieblingsstrecke. Schaut euch die grafischen Effekte hier an von diesem Ding. Wir reden hier vom N64-System, einer Konsole aus den 90ern. Ende 90er, Anfang 2000 war sie. Die Bananen erkennt man ein bisschen, oder die Ballons, das waren 2D-Grafik-Elemente, die sich gedreht haben. Auch die Bananen halt. Und, aber es gab auch richtig gute animierte 3D-Sachen im Spiel. Kann man sich immer noch streiten. Der N64 hat zwar Module verwendet gehabt und war vielleicht soundtechnisch nicht so stark wie eine PS1. Ich finde aber, der N64 hat in eines zur damaligen Zeit gepunktet. Ihr wisst bestimmt, was ich ansprechen möchte. Die Grafik. Schaut man sich mal ein PS1-Spiel an von damals. Das kommt nicht an den Niveau eines N64-Spiels ran. Gut, klar. Es lag natürlich auch ein bisschen immer an die Entwickler. Ich finde, das war bestimmt auf der PS1 auch möglich. Aber mir fällt da auf der PS1 spontan nicht viele Spiele ein. Ja, damit haben wir die normalen Rennen abgeschlossen. Ich sage auf Wiedersehen, Dankeschön fürs Zusehen in diesem Part. Und wir werden ja sehen, ob das jetzt schon alles war oder ob wir noch die Münzen sammeln müssen. Yeah.